Ja, liebe Freundinnen und Freunde, inhaltlich ist ja jetzt schon relativ viel gesagt worden. Als Sprecher der AG Aktiv gegen Rechts in unserem Landesverband will ich vor allem die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Nämlich, lasst uns solidarische Grüße an all diejenigen senden, die heute in Berlin um 5:15 Uhr an diesem Aktionstag teilgenommen haben. Denn nicht nur wir, sondern genau wie wir haben am Alexanderplatz, am Cottbusser Tor, am Leopoldplatz, im Wedding und an vielen anderen Orten mehr Leute an diesem Aktionstag teilgenommen und sie haben laut gesagt, Rassismus darf in Berlin keinen Platz haben. Danke an all diejenigen, die nicht nur heute, sondern generell Tag für Tag in Berlin gegen Rassismus, für Toleranz, gegen Menschenfeindlichkeit und für die Würde des Menschen, und zwar eines jeden, eintreten. Vielen, vielen Dank dafür. Über dieses Symbol des heutigen Tages bin ich froh darüber, dass es in Berlin eine so aktive, so eine vielfältige und bunte Zivilgesellschaft gibt, die sich einmischt und auch hinsieht. Denn nur eine aktive Demokratie kann den Kampf gegen Rassismus, den Kampf gegen Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft gewinnen. Kein Staat und kein Verfassungsschutz, nein. Der Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, Islamfeindlichkeit, Homophobie wird in erster Linie von uns Demokratinnen und Demokraten gewonnen. Ein besonderer Dank gilt den Initiativen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Denn sie sind nach ihrer Ankunft in Deutschland auf konkrete Unterstützung innerhalb ihrer neuen Umgebung angewiesen. Und Rechtsextreme haben eine Strategie in Bezug auf Sammelunterkünfte für Geflüchtete entwickelt. Sie versuchen, Anwohnerinnen und Anwohner für rassistische Positionen zu gewinnen, getarnt als Bürgerinitiative, jedoch im Hintergrund gut vernetzt durch Rechtsextreme behaupten sie, die Meinung der Anwohner exklusiv vertreten zu können. Mit dieser Masche haben die rechtsextremen Bewegungen in Berlin oftmals großen Erfolg. Zumindest so lange, bis kein starkes zivilgesellschaftliches Gegenbündnis existiert. Soziale Ängste, politische Unzufriedenheit, Ressentiments und Vorbehalte in der Bevölkerung werden gebündelt und rassistisch aufgeladen artikuliert. Gegen diese Initiativen vorzugehen ist wichtig, aber auch sehr gefährlich oftmals, denn nicht zuletzt kam es immer wieder zu Bedrohungen oder gar Anschläge auf Aktivisten oder ihre Wohnungen oder Autos. Deshalb wollen wir Grüne, dass diese Initiativen und Projekte stärker gefördert werden, nicht nur finanziell, sondern auch politisch. Dazu zählen die mobilen Beratungsstellen oder die Opferberatungsstellen, die sich tagtäglich gegen Rechts einsetzen und Gesicht zeigen für unsere Demokratien. Diese brauchen nicht Lippenbekenntnisse, sondern eine dauerhafte und verlässliche finanzielle Ausstattung und politische Unterstützung. Lasst uns von diesem Parteitag ein deutliches Signal senden. Wir Grüne stehen Schulter an Schulter mit den Geflüchteten und den Initiativen, die sich in ihrem Umfeld engagieren. Nicht nur heute am Internationalen Tag gegen Rassismus sagen wir laut und deutlich, Rassismus und Menschenhass darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Vielen Dank.